Stornitzer mit Bavarian Race Tischtennis Cup in Schwabach am heutigen Montag, 1. Mai 2017. Ich hoffe, es gibt noch genügend Leute, die nicht Tischtennis spielen und gegen den Kapitalismus demonstrieren, so wie es gestern in den Nachrichten angekündigt wurde. Wenn man es nicht ganz so hart formulieren will, dann wenigstens für eine Umkehr zur Menschlichkeit, zur sozialen Gerechtigkeit, weg von dieser Schere, Arm gegen Reich. Aber wir sind beim Tischtennis und Stefan Dressel aus Gerolzhofen, der hatte gestern seinen Tag der Arbeit im umgekehrten Sinn, nämlich Arbeitsverweigerung. Da hat er einige Spiele gemacht, wo er überhaupt keinen Bock hatte zu spielen. Konnte der Kameramann hier mal nützen und erstmalig nach gefühlten 500 Spielen auch gegen ihn in Gänsefüßchen gewinnen, denn es war natürlich kein Gewonnen. Stefan hat einfach nichts gemacht und dadurch hatte ich die Möglichkeit, etwas zu tun und das ist dann auch noch gelungen. Ja, wenn man solche Angebote nicht mitnimmt, was dann? Aber wie gesagt, also normal keine Chance gegen Stefan. Das ist so bitter, was er gegen mich spielt. Ganz abgesehen davon, dass er nicht nur von der Taktik her viel zu clever spielt, sondern auch noch technisch besser ist als ich. Heute dagegen hat er seinen richtig guten Tag. Er hat hier in der Halle übernachtet, das tut ihm scheinbar gut. Er hat in einem sehr, sehr starken Spiel gegen ihn hier gewonnen. Gegen Hudel, den Lattenspezialisten. Und das, obwohl er eigentlich da Riesenpech hatte. Denn da Netzroller-Serien für Hudel ohne Ende, die ihn dann auch zwischendurch kurzfristig mal aus dem Tritt gebracht haben, demotiviert haben. Aber er hat sich gefangen, er hat das dann irgendwo weggesteckt und im fünften Satz noch gewonnen. Auch gegen Michael Schüller, den weiteren Noppenspieler, spielte recht gut. Eins hat er mindestens gewonnen, soweit ich das mitgekriegt habe. Hier steht es knapp 9-7. 9-8. Spielt es relativ unverkrampft runter. Die Kante kommt natürlich zur Unzeit. Ja, das war der falsche Ball für den Angriff. Okay, dann war es das aber schon. 3-1 oder wie? 3-2. 3-2! Ja, Halligalli! Dann musstest du schon mal als Unentschieden reinschreiben, du Duselbold. Niemand! Der Schiedsrichter!